Berater Greichens, Christian Maas vom Hamburg-Institut, einen Abteilungsleiterjob in seinem Ministerium zugeschanzt. Und der Hintergrund ist auch der, das ist ganz interessant, dieser Christian Maas, ich habe das mir mal hier aufgeschrieben, schreibt für Greichen, damals Geschäftsführer der Lobbyorganisation Agora Energiewende, ein Papier, Agenda Wärmewende 2021. Und was steht da drin? Überraschenderweise, oh Wunder, die zentrale Forderung Gas- und Ölheizungsverbot. Tja, und ein Jahr später wird sowas in Gesetze hier gegossen und mündet in diesem Heizungsverbot-Gesetz. Und wenn man sich das mal so anguckt, ich fand das sehr erhellend, was die NZZ gemacht hat. Die hat das mal auf ein Schaubildchen dargestellt. Ich hätte mir das auch mal von deutschen Medien gewünscht, auch von ARD und ZDF, dass sowas mal aufgearbeitet wird. Aber so sieht dieses lustige Clan-Ministerium aus, wo alle irgendwie verbrüdert, verschwägert sind. Also wir haben hier oben drüber den Robert Habeck, dann haben wir hier den Greichen und da haben wir einen Kellner. Das ist der Schwager. Da unten sitzen irgendwie Geschwister, zwei Geschwister. Der ist verheiratet, auch nochmal mit der. Und dann hier ist noch ein Trauzeuge, der irgendwie bei der Deutschen Energieagentur der Chef werden sollte. Also wirklich unglaublich. In jeder anderen Bundesregierung vorher, früher, hätte so ein Minister sofort zurücktreten müssen aufgrund der Korruptionsanfälligkeit in so einem Ministerium. Und das ist ja nicht nur eine Korruptionsanfälligkeit und Interessenskonflikte, die dort entstanden sind. Sie sind ja wahr geworden, nicht?